Okay, dann soll es mal weitergehen. Wir sind nicht wirklich voll, das ist vielleicht nicht gut, aber passt schon. Also, wie wollen wir uns vorbereiten? Sicherheitshalber so. Ah! Okay, mal kurz nachdenken. Was machen wir jetzt am besten? Es sind mindestens drei, oder? Es waren drei Türen. Ich glaube. Ah! Okay, mehr Stress. Pathetic as it seems. Ja, möchtest du mir das sagen? Okay. Ah, das ist der Singing Stone, ne? Okay, da geht's raus. Wo sind wir hier überhaupt? Okay. Nicht an, dass wir da ran können. Okay.
See the statues, it's all me at different periods of life. Okay, warst zeitlang mal eine Frau. Dann warst du mal ein Fisch. Okay. Okay. Dann erklär dich mal, Magnus. Enough games, get down to business. Okay. I decided to start collecting various unusual stuff. You see, I have already prepared the coasters for the new collection. Die Dinger da nehme ich an. The problem is that I can't get out of this place. Ja, das ist doof, ne? Hat man dich hier eingesperrt. Don't ask why, mache ich nicht. But you can. You can. Achso, raus, ja. Bring me different unusual stuff and I'll change it for something boring, but useful for mortals like you. Bring me different unusual stuff. So was zum Beispiel? Did you make this rubbish place? Hey, vorsichtig, ja? Wie wär's mit deinem Buch? Boring, okay. Ah, das, okay, die Golden Chalice vielleicht? Das ist unusual stuff, weil es überhaupt völlig nutzlos ist. Okay. Evasion plus 6, Willpower minus 1. Nur mittelgut. Charmed Item können wir immer gebrauchen. Two-Handed Sword. Zehn Punkte mehr. Gnor's Armor. Ich werde nicht. Stunning ist schon ganz nett. 35. Energy Cost 40. Andererseits, wenn wir den Gegner killen, ist das auch so gut wie gestunt. Was? Oh, Junge. Okay. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Du kannst diesen Hebel nicht benutzen. Ah ja. Come to Gresh's Gardens. Okay, gucken wir erstmal zurück nach Living Rock. Okay, das ist jetzt einfach alles offen, okay? Du hast ein Level Up. Das könnte interessant werden. Könnte dir noch Light Weapons geben? Mal schauen. Okay. So, dann wollen wir paar Sachen testen. Also erstmal sehen wir was drin.
Das ist die leere Truhe. Die können wir mitnehmen. Da tun wir den Redlington-Kram rein. Okay. Return my trinkets, you're free to go. Zum Beispiel etwas, was da rein kann. Wieder leave the stone here. Very funny joke. Okay. Hast du einen Skillpoint über? Ich meine, ich könnte es weiter dir geben. Ja, geben wir es weiter dir. Okay, also. Das Ding. Okay, da kümmern wir uns gleich mal drum. Erstmal Mirror Grease, okay. Das könnte ein ganz interessantes Set sein, weil das Resist All macht. Wäre interessant, was das für einen Bonus gibt. Ich meine, es ist nur Light Armor. Strength plus 4 ist im Moment besser, aber es kann mal hier bleiben. Das können wir in Zukunft theoretisch brauchen. Käse können wir hier bleiben. Achso, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir Cheesecake machen können. Käse. Feather Cap. Und Food. Das ist ein relativ gutes Rezept, wenn man viel Käse über hat. Mal, wie verhält sich der zu einem normalen? Haben wir noch? Wieder das machen, was ich seinerzeit auch gemacht habe. Ich halte ein Lineal an den Monitor. 2,5 cm. Weil man das ja sonst nicht vernünftig vergleichen kann. Das ist noch etwas, was sie noch mal ist also definitiv besser. Was sie definitiv noch machen sollten oder hätten machen sollen, diese Nutrition Value, dass da einfach eine Zahl steht und nicht dieser bekloppte Balken, der immer an einer unterschiedlichen Position ist, je nachdem wie groß das Textfenster ist. Das ist doof. Aber gut. Wie soll ich sagen, das mal hier. Forest Baum machen wir nochmal nach. Der ging nochmal wie? Herder Cap. Und Food. Achso, mal tot. So, da haben wir wieder 4. Okay. Also irgendwie 9. Okay. Also Nahrungsprobleme haben wir erstmal keine. Das wird aber wahrscheinlich nicht lange so bleiben.
die Wumme schießt zwar schneller, aber es ist die Frage, was machen wir mit dem Ding? Heben wir erstmal auf. Ich meine, wir haben den Kollegen hier. Aber heben wir erstmal auf. So, hast du irgendwas zusätzlich? Das Ding bleibt hier. Okay, das Rezept haben wir auch. Free yourself, free yourself. Okay. So, was ich mich jetzt frage, ich nehme mal an, das ist der ganze Kram. Mal gucken, wie viel wir haben. Eins, zwei, das auch alles? Ich meine, das sind die Sachen, die keinen offensichtlichen Nutzen haben. Acht, neun. Ich würde sagen, das probieren wir mal. Lieber Hard Save machen. Falls die das überhaupt sind, aber spricht hier einiges dafür. Das Haus verlassen mit nur einem. So. Ich meine, der Weg dahin ist ein bisschen unkomfortabel. Oh, das müssen die Sachen sein. Haben wir gar nicht durchgelesen. Das müssen die Sachen sein, die ich noch von den Blank Scrolls, von dem Bard-Set gekriegt habe. Okay. Learned that Magnus the Demiurge. Okay, den haben wir jetzt getroffen. Of this world is imprisoned in the maze of madness. Okay. He is designed to keep order and help the guardians maintain balance. Ja, eine interessante Art, das zu tun. Magnus is the embodiment of all the deities worshipped by mortals. Given the state of the Demiurge, it is not surprising that this world is beating in agony. The madness of Magnus is clearly caused artificially. The question is whether it can be healed. Okay. Perhaps a faint hope for the salvation of this world is still there. The undefiled elemental temple, protected by powerful spells, remained in the mountains. Ja, haben wir noch nicht gesehen, oder? If you manage to get there, there's a chance that you will find a way to restore the balance of the elements. The Demiurge knows exactly how to get there, but in his current state he is unlikely to agree to help you, at least free of charge. Okay, vielleicht müssen wir ihm erst die Sachen wiederbringen. Trying to find out something about the Temple of Elements, I came across information about another sanctuary in this region, the Crystal Dragon Temple. Is an ancient shrine whose priest created the crystal armor. Ich habe mir das echt nicht durchgelesen. Fantastisch. Ich habe die Dinger eingesammelt, dachte mir, lese ich mir dann durch, wenn ich darüber berichte, dass ich die umgetauscht habe und einfach vergessen. Okay. Created crystal armor. At the moment this armor has been destroyed, but there are probably some formulas in the world that can be used to recreate it. Ja, das machen wir gerade. Since the armor was considered sacred, it is possible that it will somehow come in handy in this temple. Okay. Okay.
Okay. Wie wärst du mit einem Chalice? Great thing for no drunkard like me, Tome of Health. Skeleton figurine? Such a fragile design is so durable, I'm obviously a genius. Ah, wir können es jetzt nicht wieder wegnehmen, ne? Gut, das wäre auch zu doof. Okay, also Tome of Health, Tome of Energy, dann wollen wir was testen. Ob der zufällig ist und ob es vom Item abhängt. Oder ob es einfach nur eine Reihenfolge ist. Also das habe ich dir definitiv nicht gegeben. Das ist ein Tome of Health. I know that guy, my old buddy. Is he alright? Ach, das war der Island Master, ne? Nee, gar nicht wahr, das... Diese Tentakelviecher waren das. Okay. Ogre hat. Is this your relative? It looks funny. Haha! Okay. Ist das gleiche? Ist vermutlich die Reihenfolge. The cool your drink, call this guy. Okay. Deity. Bumbling priest try to betray me. How cute. Corn. One such a bird shed on my head. They say it's a good sign. Snails. I love snails, especially in pelnut sauce. Lustig. Okay, ich hab immer eine Pair of. Ist das hier auch so ein Ding? Hier ist Real Art, lustig. Tome of Knowledge. Okay, das war das letzte. Wenn ich Mr. McDaunting vor einiger Zeit richtig verstanden habe, hat er das nicht gefunden, diesen Wilson. Also muss es ja auch ohne gehen. Es ist ein bisschen seltsam, dass er das akzeptiert als Special Item. Die Frage, ist das etwas, was ich jetzt schon machen sollte? Ich meine, ich habe ja eh nicht alle. Ist die Frage, ob man die Dinger noch für irgendwas anderes braucht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Was passiert, wenn wir die hier draufstellen? Können wir nicht. Da waren ein paar ganz nette Sachen dabei. Red Gems und Stuff, ja. Energy, ja, was wir machen. Wir legen das, lagern das erstmal hier. Weil ich mir da in jedem Fall überlegen muss, was ich davon alles nehme. Oder wem ich es gebe, vielmehr. Aber gehen wir mal in erster Näherung davon aus, dass die Sachen nur hierfür gebraucht werden.
Okay. Es ist alles nicht so gut, was ich hier mache. Blinded? Was soll denn der Scheiß? Zum Glück kann Lord Lucas auch ohne Augenlicht treffen. Aber nicht so gut, okay. Ich meine, den Schaden können wir tanken, aber dieses Blinding ist ja schon mittelmäßig bescheuert. Okay. Und hier noch mehr. Accuracy minus 50. Und das ist nicht durch Healing weggegangen. Oh, fuck. Geht's vielleicht durch eine Healing Potion weg? Testen wir mal. Nein, tut es nicht. Na, fantastisch. Ich meine, wir können theoretisch immer noch treffen. Theoretisch. Moment. Oh, okay. Gut, wäre ja gar nicht wieder rausgekommen, ne? Das ist gut zu wissen, dass das jetzt wieder geht. Okay. Okay, die Slimes scheinen da erstmal eingesperrt zu sein. Das ist übrigens die Citadel. Die ist, ja, imposant wie immer. Wir können das alles auch blind machen. Haben wir überhaupt kein Problem mit.
Okay, den können wir brauchen. Den brauchen wir wahrscheinlich auch. Packen wir den mal dahin. Okay. Hilft das vielleicht? Okay, gegen Blindheit hilft Antidote. Okay, wusste ich das schon? Habe ich es nur wieder vergessen? Okay, hier ist eine Menge Betrieb noch. Da haben wir noch die Viecher, da haben wir die Viecher. Wow, das sind noch eine ganze Menge. Der hängt da erstmal fest, das ist gut. Okay, ein Treffer und du bist gleich wieder blind. Das ist ja echt für den Arsch. Mehr als blind werden können wir nicht. Und der Damage ist nicht so schlimm. Es ist halt nur die Tatsache, dass wir nichts mehr sehen können. Okay, da wird wohl bald auf rohes Fleisch umgestiegen, würde ich vermuten. Okay, sie halten nicht so viel aus, das geht also. Es ist halt nur. Bisschen lästig. Ah!
Das können, kommen die hier raus? Nein, die bleiben hier drin. Stimmt, wir haben Brot und rohes Fleisch. Damit kann man arbeiten. Beleuchtet. Ach, du hast ja kein... Ah, nur Health Generation. Damit können wir leben. Okay, meine, hier ist eine ganze Menge. Okay, gute Nacht, Mr. McDonald-Ting. Bis zum nächsten Mal. Nice one.
Okay. Mal Ruhe hier jetzt. Stress. Okay, jetzt sind wir alle blind, oder? Nee. Oh, nice. Also, nicht mehr nötig, wenn wir das Crystal-Ding kriegen. Obwohl, nee, das Crystal kriegst du dann vielleicht. Aber das ist in jedem Fall ganz gut. Weil Dexterity plus 1 und das Ding ist so viel besser nicht. Das heißt, das kann weg. Hier haben wir noch eine ganze Menge zu tun. So, jetzt erstmal, also wer hat da alles Hunger? Du hast Hunger. Du noch nicht. Du auch noch nicht wirklich. Du hast immer Hunger. Das konnte man meinen, aber hier ist absolut gar nichts. Warum? Okay, können ja Sachen kaputt kloppen, aber ohne wirklich Sinn und Verstand. Das hier kann auch weg. Auch nichts drin. Okay, das gibt's also häufiger. Ich mache eh keine Pickaxes mehr. Hier ist noch was.
Okay, dann müssen wir da rein. Das will ich erstmal noch ganz gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht. Schön, wie das Wasser dampft. So, als wäre es irgendwie nicht einfach nur Wasser. Okay, hier war noch was mineable. Okay, das hier wahrscheinlich auch. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal zu... Haben wir hier irgendwo... Hier war ich noch nicht. Ja, kommen wir auch nicht rein. Hier ist auch noch was. Gehen wir erstmal zurück. Lecken unsere Wunden. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon alles so machen will, weil Citadel klingt ja doch sehr endgamey. Und uns fehlen ja auch noch, für den Fall, dass wir sie brauchen, 3 von diesen Dingern. Für Magnus. Im Vergleich mit ja, Insect Meat ist besser. Noch mehr Fleisch. Wenigstens ein paar Eier. Ein bisschen Forest Milk. Habe ich die hier? Die habe ich hier. Brot. Schlüssel haben wir, also theoretisch müssten wir jetzt in die komische Zitadelle rein können. Air Magic. So, aber Blindness scheint ja nicht von alleine wegzugehen und ich würde sagen, wir haben so viele von den Dingern, dann können wir auch mal einen, ja, komm. Mal einen investieren. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Jetzt haben, oh, wir haben eine ganze Menge theoretisch mehr Gold Keys. Wir haben ja von dem von Magnus kriegen wir ja auch noch welche. Lockpicks brauchen wir nicht, aber Pickaxe brauchen wir mal welche. Okay.
immer noch, glaube ich, der beste Weg dahin. Aber ich meine, schadet ja auch nichts, wenn wir das da von Monstern säubern, selbst wenn wir noch nicht in die Citadel gehen. Vielleicht finden wir ja hochklassige Super-Items. Weiß ich da irgendwas Genaueres drüber? Wie viele Secrets es da gibt zum Beispiel? Ja, weiß ich. 4. Okay. Okay, ich glaube, da können wir rein. Na gut, dann würde ich sagen, mal gehen wir es mal an. Nee, die können uns ja wenigstens nicht blenden. Das ist ja schon mal etwas. Das sind aber super Slime, oder? 52 Punkte geben sie, glaube ich, immer. Aber wenn wir die hier einzeln rauslocken könnten, das wäre ja schon viel wert. Oder maximal in Zweiergruppen. Das 950? Ja, das war ein guter Treffer. Ich erwarte hier natürlich auch immer noch einen Hinterhalt. Lassen wir das hier außen erstmal noch heile. Nur für den Fall, dass wir einen Bottleneck brauchen. Die sind definitiv auf der anderen Seite von dem Wasser. Da ist eine Leiter, aber nur in die Richtung. Na komm her. Nur schon wieder Hunger, natürlich, natürlich. Ah, ihr habt ja gar nichts Neues zu essen mitgegeben. Das war schlau.
Also okay, ins Wasser müssen wir nicht. Wir können hier rumgehen. Okay, also ich nehme an, hier im da ist das Ding. Nehme mal an, da im Wasser wird irgendwas sein. Wahrscheinlich geht es da weiter. Okay, ich sehe hier nichts rumliegen. Okay, da waren wir noch nicht. Können wir das hier meinen? Wahrscheinlich nicht. Den Citadel Key oder nicht? Nee. Okay, aber mal gucken, was wir hier raus machen können. Nix. Auch nix. Okay. Ziehen wir den Rückweg frei. Okay, die Fische sind tot. Interessant. Hier liegt auch noch ein Fisch. Okay, ich meine, dass die an Land tot sind, das finde ich okay. Aber dass die in dem Wasser tot sind, das ist ein bisschen verstörend. Besser nicht reinfallen fürs Erste. Nee. Na, Cleotra kennt das schon.
echt nicht viel Schaden. Okay. Okay. Also mit einem kann man umgehen. Komm mal her hier. Okay. Muni können wir brauchen. Trollblood, ja, nicht. Fist Dagger, nice. Und eine Blank Skull, die sind auch immer nett. Okay, Fist Dagger ist definitiv besser als. Und die jetzt beide. Okay, hat keine QSC-Bonus. Leech benutze ich sowieso nicht, dann habe ich lieber den, weil es dir noch plus 10 QSC dazu gibt und der Unterschied ist nur 5 Punkte. Machen wir das erstmal so. Deswegen wollte ich dir Light Weapons geben. Stimmt das? Ja, das ist eine gute Waffe. Sorgt werden. Okay, gut. Ist ja Wurst, aber nur für den Fall. So.
Was? Warum? Okay, hier werde ich in jedem Fall nochmal durchlaufen müssen, um Sachen zu finden. Da liegt ja hundertprozentig noch was rum. Na, immerhin Ohr. Okay. Also, wir haben noch nicht ein Secret gefunden hier. Aber wir sind das so ziemlich alles abgelaufen. Reicht ja schon, wenn das so eine blöde Message ist. Aber sieht nicht so aus, okay. So. Das haben wir auch weggemeint. Yeah. Nein, nicht Escape. So, das Ding da in der Mitte ist das da. Das ist irgendein Grund, dass das hier steht. Nein, hat es nicht. Okay, dann werden wir wohl ins Wasser müssen. Können wir hier hin? Hier ist auch nichts. Da geht's irgendwo hin, ja. Okay. Das ist normales Wasser. Okay, sind nicht alle Fische tot. Das ist gut. Aber ich sollte vielleicht Water Breathing machen. Welche Partikeleffekte? Okay, das haben wir jetzt aufgemacht. Das bringt uns aber nichts. Einfach nur ein weiterer Weg. Das ist nur hier der Partikeleffekt. Nee, da auch, okay. Na gut. Schon wieder Hunger. Oh. Okay, das bringt uns nicht weiter wirklich. Gucken, was hier reinpasst. Okay, wahrscheinlich brauchen wir da den Citadel Key für. Ich meine, gespeichert, dann können wir es mal testen. Okay. Darum kümmern wir uns andermal. Aber zumindest wissen wir, da gehört er rein. Würde ich sagen, gucken wir jetzt noch in den anderen Tümpel.
Und dann soll es für heute auch hinreichen. Ich werde nämlich langsam müde und unaufmerksam. Also ich werde müde, ich bleibe unaufmerksam. Und das ist ja, hier waren wir überall. Ja, da gucken wir noch in den Tümpel und finden auch noch ein bisschen Kram. Tote Fische. Ich meine, ach klar, weil die ganzen Slimes hier waren, die haben das vergiftet. Vermute ich. Aber sonst sehe ich hier nichts. Okay. Etwas unbefriedigend, aber naja, so ist es manchmal. Hier haben wir also noch nichts gefunden. Aber es gibt ein paar Stellen, die sind ein bisschen seltsam, aber das wird wahrscheinlich alles hier sein. Dann ist die Frage, ob die Citadel wird ein eigenes Level sein. Ne? Wie tief geht das hier noch? Ah, komm hier raus. Eins, zwei... Ja, die Citadel ist ein eigenes Level. Vermute ich mal. Obwohl, ne? Weiß man nicht. Aber das heißt Citadel Approach, da kann ja nicht die Citadel hier Teil der Sache sein. Ja, okay, da würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen für heute. Wir haben ja immer ein bisschen was erreicht. Das ist Maze of Madness gemacht und wahrscheinlich rausgefunden, was wir mit den Teilen da machen sollen. Ich denke, das werde ich bis zum nächsten Mal dann auch noch machen. Allein schon, um sicherzustellen, dass wir die bestmöglichen Ausrüstungen und Eigenschaften und so weiter haben für den, für was auch immer als nächstes kommt. Wahrscheinlich die Horry Mountain Caves. Und ich denke mal, dann habe ich auch bis zum nächsten Mal die Zeit, da en Detail drüber nachzudenken, wem ich welche der Bücher und Skills und was auch immer gebe. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch eine gute Nacht und wenn ihr mögt, bis Mittwoch. Bis dann. Tschüss.